Ich habe vom ersten Tag alles gegeben und werde bis zum letzten Tag alles geben. Und heute haben wir eine fantastische Team-Performance gezeigt, hatten das Quäntchen Glück, sind verdient im Halbfinale. Da sind wir natürlich alle sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich für meinen Staff und für den Club und für die Mannschaft. Das ist alles andere als selbstverständlich in der Personalsituation. Gegen diesen Gegner verdient zu gewinnen, beide Spiele nicht zu verlieren. Dickes Kompliment an die Mannschaft, da liegt der Fokus. Keiner, wir werden keinen Halbfinalisten finden, der nicht ins Finale will. Das geht uns ganz genauso. Ich denke nicht, dass wir jetzt der Top-Favorit sind in dieser Konstellation. Klar, Real Madrid, ich meine, man fragt ja fast, müsste dann nachfragen, wer sonst? Ja, also klar, Carlo Ancelotti, wer sonst? Und Real Madrid. Es geschafft, in Manchester City zu gewinnen, das ist natürlich ein unglaubliches Ausrufezeichen. Wir sind stolz, dass wir drin sind. Wir haben es über die Champions League-Leistungen auch absolut verdient. Das ist das dicke Ausrufezeichen für uns. Und jetzt werden wir sehen, in zwei Wochen geht's los. Und das ist ein riesengroßer Anreiz. Wir werden alles dafür tun, in Wembley die Saison zu beenden.